Was geht? Corey hier. An allen Feiertagen hat mein Dad uns immer gefragt, so, was ist eigentlich die Bedeutung davon? Was ist die Bedeutung von Weihnachten? Was ist die Bedeutung von Ostern? Und irgendwie haben wir es jedes Mal vergessen, wenn ein neuer Feiertag dran ist. Corey, kannst du mir sagen, wieso wir Ostern feiern? Ostern? Wieso feiern wir Ostern? Ostern? Corey? Ich weiß es! Da hat Jesus das Meer geteilt. Und deshalb möchte ich heute für euch, die ihr in derselben Situation seid und einfach nicht wisst, wieso feiern wir Ostern überhaupt, ein Video darüber machen, wieso feiern wir Ostern. Macht Sinn, oder? Zuerst muss ich dazu sagen, ich bin niemand, der wirklich so traditionell die Osterfeiertage feiert, wie man das so kennt. Ich freue mich, dass ich freie Tage habe. Nur um zu sagen, dass es nicht Pflicht ist, diese Tage einzuhalten oder zu feiern. Was heißt auch in Römer 14,5? Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung, für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Und wenn wir dann weiterlesen, dann heißt es einfach nur, egal was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Also, Ostern feiern ist kein Gesetz oder ein Gebot. Manche sagen sogar, dass wir es gar nicht feiern sollen, weil es irgendeinen seltsamen Hintergrund hat. Dazu sage ich nur ja, aber dann dürften wir rein theoretisch nichts mehr auf diesem Planeten machen, weil alles irgendwo einen seltsamen Hintergrund hat oder Herkunft hat, wie auch immer. Aber egal, fangen wir einfach mal an. An Ostern feiern wir, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist und das, was das alles bedeutet. Ich gehe gleich noch auf die einzelnen Tage ein, aber ich möchte zuerst das Wichtigste überhaupt sagen. Wir alle sind Sünder. Wir haben es nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Wir sind vor Gott nicht mehr gerecht. Deshalb musste Jesus auf die Erde kommen und er hat sich geopfert, hat alle Schuld von uns auf sich genommen, ist dann gestorben, der ohne Sünde war, damit wir freigesprochen werden können vor Gott und so in den Himmel kommen. Wenn wir an ihn glauben und auch das annehmen. Kommen wir jetzt zu den Tagen. Wir fangen Ostern immer an mit Palmsonntag. Palmsonntag ist der Tag, an dem Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Matthäus 21,7-9. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Krasser als dass Jesus auf einem Esel ritt oder dass alle Leute verrückt geworden sind, ist, dass diese Szene einfach schon hunderte Jahre vorher prophezeit wurde. In Sacharja 9,9 steht: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen, einer Eselin. Ich finde Prophezeiungen immer etwas Cooles, weil du rein historisch sehen kannst, okay, dieses Buch war vorher, bevor Jesus gekommen ist, und erst danach ist das alles passiert und es stand einfach vorher schon da. Crazy. Machen wir weiter mit Gründonnerstag. An Gründonnerstag wusch Jesus den Jüngern die Füße. In Johannes 13,1-17 könnt ihr es nachlesen. Aber hier heißt es in 14, wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Und viel bekannter, was an diesem Abend passiert ist, ist natürlich das letzte Abendmahl, in dem Jesus auch erklärt, was er morgen machen wird. Lukas 22,14-20. Dann nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünde vergossen. Das ist so kraftvoll. Machen wir weiter. Karfreitag. Der Tag, an dem er gefoltert wird und letztendlich ans Kreuz genagelt wird und stirbt. Markus 15,22-25 sagt, sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben, aber Jesus trank nichts davon. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz,
Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Da ist noch so einiges passiert, aber ihr könnt das gerne mal selber weiterlesen. Ich will es hier so grob halten, wie es ihm geht. Danach kommt Ostersamstag, da ist er tot, und dann Ostersonntag. Und an Ostersonntag ist der Tag, an dem die Frauen zu Jesus' Grab gehen, aber da liegt niemand mehr, denn Jesus ist auferstanden. Lukas 24, 6-7. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Bedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Der letzte Tag ist Ostermontag und das ist ein schöner Feiertag, aber da ist jetzt nicht viel passiert. Jesus hat sich zwar allen noch gezeigt, ganz vielen Menschen hat er sich noch gezeigt, aber da ist jetzt nichts Krasses, Spektakuläres passiert, außer allein, dass er noch lebt, wieder, nachdem er gestorben ist. Ja. Okay, ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr. Wenn also eure Eltern euch fragen, dann könnt ihr wenigstens sagen, was passiert ist. Jesus hat das Meer geteilt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cory hier, ihr da. Ich weiß nicht, was das war. Alles klar.